Ja, hallo zusammen. Weiter geht es mit Last Epoch, die zweite von vier Folgen, die ich heute aufnehmen will. Mehr schaffe ich heute auch einfach nicht. Aber hier ist auf jeden Fall eine Quest, irgendwas. Irgendwas, was wir erledigen sollen. Ach, hier haben wir eine Kiste von uns. Ach, da ist auch die Queste. Da haben wir das Portal. Und dann. Yes. Du bist also Julia. Ich bin sicher angekommen. Naja, ja, ich bin Julia, the Emperor's High Priestess. Du bist also eine Priesterin. Do not be alarmed. What we reference I hate. Bla 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 bla. Okay, einen passiven Punkt gab es auf jeden Fall. Und den packe ich gleich mal hier rein. So. Da ist auch noch eine Quest. I'm glad to get a chance to rest a moment. It's been quite a day, you know. Der gute Irek. Wie denkt Irek über die Priesterin? Sie versteckt irgendwas, denkt Irek. Naja, egal. Yes. Return. Aha, travel to the Citadel Suez. Aha. Okay, naja. Die. Was ist jetzt mit ihm schon wieder? I'm glad to get a chance to rest a moment. It's been quite a day, you know. Find the fallen Ospreys. Aha. Wir sollen irgendwelche Nester finden, was mir überhaupt nicht gefällt. Rein gar nicht. Da ist auch noch eine Quest, aber wir gehen erstmal hier rein. Hey Freunde. Was steht hier eigentlich rum, ha? So. Tschüss. Hey, wer bist du denn? Sag mal. Hey, Arschloch. Lass das. Hör auf. Findest du witzig, was? Ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. So, Arschloch. Drop something. Och Mann. Wieso muss ich dafür jetzt was fallen lassen? Might have to drop something. Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Aha. Naja, wir müssen auf jeden Fall noch mal rausfinden, wo dieses Scheißding ist, dass man. Du kriegst einen zusätzlichen Idolplatz. Also Idolplatz, oder wie man das nennen möchte. Statuenplatz. Ach, was weiß ich. Ja, ist ja gut. Alter, jetzt wird es aber langsam hier gerade ein bisschen haarig. Langsam sicher werden die aber ganz schön unangenehm. Not happening.
Arschloch, lass das. Lass es bleiben, Penner. Was an lass es bleiben ist jetzt nicht zu verstehen gewesen. Alter, gehen die mir auf den Sack, ey. Der Typ geht mir gerade richtig auf den Sack. Penner. Meine Fresse. Heieiei. So, das waren die Arschlöcher. Ey, Freunde, echt jetzt nicht. So. Was? Das kann's doch nicht sein, oder? Das ist doch hier ein blöder. Wieso? Hm? Wieso passt der da nicht hin? Verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Ach komm, du darfst gehen. Ach, deshalb nicht. Hä? Na egal. Oh, Alter, ich sterbe ja gerade aktuell dauernd. Jetzt wird es aber interessant hier. Meine Fresse nochmal. Lasst es. Einfach sein lassen. Irgendwas Blaues aufgenommen. Ah. Wie ich es liebe. Stirb einfach. Danke. Ich glaube, jetzt darf ich mal verkaufen gehen. Aha. Achso, alles klar. Ich wunderte mich gerade, wo ich bin, aber ist hier nicht auch irgendwo ein Händler? Was soll denn der Scheiß? Was bist du hier? Shop. Shoppen gehen wir grundsätzlich gerne. 72 Armor. Naja. Na. Ja, den kann man auf jeden Fall nehmen, finde ich.
Lightning Damage machen wir gar nicht. Blade of Lala, 24% Chance of. Ist jetzt auch nicht so der Burner. Plus 85 Armor Vitality, increased Mana. So, und da war noch irgendwo eine Kiste. Hier sozusagen. So. Dann machen wir uns hier erstmal wieder vom Acker. So, weiter geht's. Ach, Freunde, echt jetzt nicht. So. Wer bist du denn schon wieder hier, ne? Ah, Scheiße. Alter, lass den Scheiß doch mal. Ernsthaft, die machen aber auch richtig Aua, die Jungs. So. Ach Mann. So, Arschlöcher. Ich muss aber da oben irgendwo hin. So. Ach, hau ab. Hey, wo soll ich denn jetzt hier zum Teufel nochmal hin? Da könnte es irgendwo hingehen. Alter! Hör nicht mal auf, so einen Schaden zu machen. Ist ja widerlich. Kiste. War jetzt auch nicht so doll. So, das waren die. Und das war's auch für diese Folge Last Epoch. Irgendwie irre ich gerade etwas rum. Wie gesagt, Return to Shining Cove müssen wir auf jeden Fall machen, weil wir kriegen einen weiteren Slot. Moment. Wir kriegen hier einen weiteren Slot freigeschaltet. Und bei den anderen beiden schauen wir mal. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.